war schnell erledigt. Konari hat keine wirkliche Macht. Wenn ihr einen die Fangzähne entfernt, ist er verloren wie alle Bestien. Sie sind schwach vor denen, die an den Erbauer glauben. Sicher ist für sie nur ihr geliebtes Kuhn. Der Tod durch die Rechtschaffenen. Sabanel! Auf die Knie, Gläubige! Die Kirche segnet uns. Ihr fordert einen Segen ein, obwohl ihr öffentlich die Autorität der obersten Klerikerin für euch beansprucht habt? Ihr habt Zorn auf euch geladen. Erinnert ihr euch an Sarah Hawk? Die Kunari haben Freunde, Templer. Was werdet ihr auf die Anschuldigungen antworten? Ihr wollt einen Kampf? Sucht euch jemanden, dessen Waffen nicht festgebunden sind. Rechtschaffene, vernichtet sie! So gut. Es ist Zeit, dem Vikong das Ausmaß dieser Schweinerei zu Gehör zu bringen. Wahnsinn! Wahnsinn! Jawohl, Exzellenz. Eine Verstrickung der Kirche. Wenn auch über Randfiguren. Schlimmer kann es nicht kommen. Ihre Gnaden hatte keine Kenntnis von dieser Angelegenheit. Ich bin mir sicher, sie wird sich ihrer unverzüglich annehmen. Ihr habt sie getötet. Alle? Eine Mutter in Diensten der obersten Klerikerin hat das alles verursacht. Seid ihr da sicher? Sie führte eine Klinge? Befahl ihnen, gegen euch zu kämpfen? Nein, das kann ich nicht behaupten. Natürlich nicht. Eine verdammte Mutter. Ihr ahnt ja nicht, welchen Sturm diese Anschuldigungen entfachen würden. Ich würde jegliche Unterstützung verlieren, die mir geblieben ist. Das alles könnte sie abgeschreckt haben. Sie sagte, so hätte sie das nicht gewollt. Immerhin. Ich werde Untersuchungen anstellen. Ganz behutsam.
Und ihr solltet vorsichtiger mit eurem Umgang sein. Aber jetzt haben wir andere Probleme. Wir haben den Gesandten, aber ich kann die Leichen in diesem Zustand nicht den Kunari übergeben. Sarah Hawk, ihr kennt den Ari Shock. Was soll ich tun? Etwas zu verheimlichen würde alles noch schlimmer machen. Ja, das würde es wohl. Ich verliere langsam mein Gespür, wie man mit so einem Albtraum umzugehen hat. Ich weiß eure Hilfe in dieser Sache zu schätzen. Und so schlimm es auch sein mag, es wäre ohne euch noch weitaus schlimmer geworden. Kirkwall schuldet euch etwas. Ich schulde euch etwas. Guten Tag, Sarah. Als Hauptmann ist es anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Hübsche Aufmachung. Die beste. Ihr solltet sie verteilen. Der Vicon verlangt bei seinen Inspektionen Paraderüstung. Dann putzt sie auf, damit er sie auch wirklich sieht. Ich werde die Uniform der Wache tragen. Das wird seiner Exzellenz nicht gefallen. Dann soll seine Exzellenz sie doch anziehen. Ärger, Hawk. Ihr scheint davon jedenfalls genug zu haben. Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Übrigens, warum eigentlich nicht? Warum steckt ihr nicht bis zum Hals in den Problemen dieser Stadt? Ihr seid zwar nicht untätig, aber ihr könntet durchaus auch einen Posten übernehmen. Die Wache sucht immer Leute. Das ist angesichts meiner Taten etwas übertrieben. Vielleicht habe ich es einfach satt, die erste Anlaufstelle für Beschwerden über Leute wie euch zu sein. Leute wie mich? Bran wettert gegen Glücksjäger und Söldner. Zweifelhafte Berufe ohne Aufgabe. Er ist ein Idiot, aber manchmal... Es wäre durchaus wünschenswert, wenn die Stadt ein wenig stabiler wäre. Eine Galgenburg reicht völlig aus, Evelyn. Was? Nein, das meinte ich gar nicht. So weit würde ich mit der Wache niemals gehen. Irgendwo muss es aber anfangen. Ich glaube nicht, dass es so unvermeidlich ist. Aber vielleicht sind wir da einfach unterschiedlicher Ansicht. Ich habe etwas für euch. Ach ja? Ein Schild. Oh, da steht, getragen von der einzigartigen Sir Evelyn. Sehr hübsch. Danke. Es tut mir leid. Ich begreife nicht, wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich hatte ein Schild. Er gehörte Wesley. Es war schwer, ihn aufzugeben, aber ich habe es getan. Nützlichkeit geht vor Gefühle, richtig? Wir haben ihn verkauft, oder nicht? Ihr nehmt das ein wenig zu ernst. Wenn ihr nicht ahntet, dass mich das verärgert, was war dann eure Absicht? Reicht es nicht aus, zu wollen, dass ihr glücklich seid? Nur Narren sind glücklich. Also gut, es geht gar nicht um den Schild, richtig? Nein, und um Wesley auch nicht. Ihr habt mich dazu gebracht, viele Dinge zu tun. Mit einigen war ich nicht einverstanden. Bei einigen hat es mich gewundert, dass ich sie überhaupt getan habe. Ich bin nicht sicher, wohin mich dieser Weg führt. Ich habe das, was ich war, ausgetauscht. Aber was bedeutet mir dieses Sir Evelyn? Ich musste an euch denken, als ich ihn fand. Vielleicht war das töricht.
Das weiß ich zu würdigen. Da nehmt ihn unter dieser Vorgabe an. Keine Hintergedanken. Es ist ein guter Schild. Ihr wisst aber schon, dass die Schmiede von Orlais den Namen Sir Evelyn an jedem zweiten Rüstungsteil anbringen. Er hat ihr gar nicht wirklich gehört. Jetzt schon.